Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Das Wort zum Montag. Heute beschäftige ich mich mit Facebook. So, genauer gesagt möchte ich sagen, dass Facebook wirklich die perfekte Verdummungsmaschinerie ist, die es im Internet zurzeit gibt. Es ist unglaublich. Ja, ich habe mich 2011 mal dazu hinreißen lassen, doch mal auf Facebook anzumelden, weil verschiedene Familienmitglieder waren dort, habe ich gedacht, okay, gucke ich das mal an und so. Und ja, anfangs war das auch schön nett und so, dachte ich, ja. Hier kann man sich wohlfühlen. Tja, da war so der erste Schein. Hab zwar inzwischen drei verschiedene Konten dort gehabt, also nachdem zwei gekündigt wurden. Und in der Zeit, also die 4 Jahre, die ich jetzt einmal auf Facebook verbracht habe, wo ich leider jeden Tag leider bin, leider Gottes, muss ich ziemlich feststellen, dass die Leute da anscheinend nicht mal mehr von 12 bis mittags decken können. Also das ist schon so eine Sache, da denke ich mir meinen Teil. Und dass dann nur wirklich welche einen guten Tag habe, ansonsten könnte ich mich ausflippen. Ja, woran liegt das? Ja, erst einmal geht es ja darum, man kann Sachen teilen, man kann Sachen mit gefällt mir markieren, das heißt ein Like. Ja, das hat natürlich auch so einige like-geile Säue auf den Plan gerufen. Weil es gab nämlich mal eine Zeit, da gab es irgendwelche Nachrichten von Papst Franziskus ist der neue Papst, ein Like gleich ein Glückwunsch. Oder ein ausgehungerter Hund, ja, der wirklich, was ich, wie lange nicht mehr gegessen habe, wo drauf steht, ein Like gleich einmal füttern. Wenn da 3600 Likes sind, ich glaube, der arme Hund, der platzt dann irgendwann. Bei 3600 füttern. Nee, aber das sind so Sachen. Ja, ich weiß nicht, also die können sich für den Likes nichts kaufen. Und trotzdem machen die die Scheiße da, dass sie das wahrscheinlich in ihren eigenen Obersitz schweben können. Ja? Hauptsache, oh, super Likes, ich bin der Beste und bravo. Und ja, da sind die, die sich selber hier schön auf die Schulter klopfen. Aber das ist noch nicht alles, das ist ja noch das Harmlose. Sehr oft werden da auch irgendwie Falschmeldungen platziert oder, ja, oder irgendwelche Hoax. Ich werde das nicht vergessen, Leute. Ja, jetzt kommt mal ein gutes Beispiel. Irgendeine Seite hat mal gepostet, Macaulay Culkin wäre tot. So, Macaulay Culkin, der früher der Kinderstar Kevin allein zu Hause, ihr wisst schon. So, da dachte ich erstmal, Was mir aber schon mal spanisch vorkam, die haben als Todestag, zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesehen habe, das Bild, da war der morgige Tag der Todestag und dachte ich erstmal, hallo? Irgendwas stimmt nicht, so wie die Gartungsgrenze gesprungen ist, gestorben oder was ist da los? Ja, die Kommentare haben ja schon so einiges gesagt. Rest in peace, rest in peace, rest in peace, rest in peace, rest in peace. Ey, ich hab gedacht, hallo Leute, habt ihr euch mal informiert? Ja, wollt mir die ganze Zombie-Armee da in den Kommentaren nicht antun? Aber ich hab erstmal Google gefragt. Macaulay Culkin eingegeben. Als Ergebnis übliche Klatsch und Tratsch. Macaulay Culkin hier, Macaulay Culkin da. Macaulay Culkin auf der Wikipedia. Okay. Bin ich mal konkreter geworden. Macaulay Culkin tot. Nichts gefunden. Macaulay Culkin dead. Auch nichts gefunden. So, bevor ich jetzt 10 verschiedene Sprachversionen ausprobiere, Il Morte oder sonst irgendwas, wusste ich direkt, er ist nicht tot. Er freut sich für bessere Gesundheit, vielleicht. Also, er ist zumindest lebendig. Vielleicht liegt auch irgendwo in der Ecke, es geht ihm beschissen, aber er lebt. Er ist nicht tot. Gut, bin er zurückgegangen, war wahrscheinlich schon 10.000 Mal Rest in Peace, Rest in Peace, Rest in Peace und überall dieses R.I.P. Da ging mir schon auf den Sack. So, da habe ich dann mal zwischen einfach mal einen flotten Spruch geschrieben, habe ich hingeschrieben, Macaulay Culkin ist nicht tot, sondern höchstens nur todmüde. Ja. Da gab es auch mal ein paar Daumen hoch. Ne? Nicht so wie die anderen, die da so rest in peace, rest in peace, rest in peace. Ey, das sind so Sachen, ey, da kann ich echt nicht drauf. Ey, so viel Dummheit, die Leute, die überlegen nicht lang. Oh, like, das gefällt mir, oh, nee. Oder gefällt mir nicht markiert. Oder teilen, oder weiß nicht was. Oh, oder der Volkshorn kocht über, oder sonst irgendwas. So, zur Zeit momentan, was ganz Schlimmes auf Facebook ist, ja, diese Hetze da gegen diese, ja, darf man einfach alles Asylanten sagen, ist ja schon voll Nazi. Auf jeden Fall, die bei uns Asyl suchen. Ja, entweder hört man da so Sachen irgendwie, dass sich die Gäste nicht benehmen können. Oder man sieht, dass die untergebracht wurden, dann, ja, weiß nicht, ja, sich wie Sau benehmen. Oder, dass sie deutsche Frauen werden. Oder. So, das Problem ist, dass genau dann, ja, einschlägige Zeitungen, einschlägige Plattformen geteilt werden, so wie Netzplaneten. So, ich hatte das ja schon mal angesprochen mit Netzplaneten, jetzt 2 Wochen her.
Und ja, das verstehe ich irgendwie nicht. Und dass die Leute da sich manchmal in so einen Zynismus und irgendwas da ergeben. Ja, und ja, ich habe schon überlegt, ob ich schon mal über die Hetze von Asylanten da mal ein Video machen soll, aber ich glaube, das lasse ich mal lieber, weil es doch ein zu heißes Eisen. Oder beziehungsweise ich gebe mir noch ein bisschen Zeit, dann kann ich ja für nächste Woche was machen. Aber nichtsdestotrotz, ne, gut, es gibt solche und es gibt solche. Ja, ich bin ja auch nicht so begeistert, dass wir so eine Schwemme auf einmal haben, aber was die Leute einmal schon machen, ja, die glauben jeden Müll, der da vom Netzplanet kommt oder was weiß ich, in die Medien oder, naja, in die Medien will sowas nicht schreiben, aber so Sachen halt. Oder auf jeden Fall, ja, alle schon welche Netzplanet sehen und die teilen das. Nein, nein. Alle schon, dass sie gegen die Impressumspflicht verstößen. Und Urheberrechtsverletzung. Symbolbild. Da kommen die Leute dann mit rassistischen Sachen oder Sarkasmus, ach, das sind ja unsere dringend benötigte Fachkräfte, ja. So denke ich manchmal auch immer, oder mit Kulturbereich. Ich war gestern noch unterwegs und wenn ich so sehe, aus welchen stockislamischen Ländern so manche kommen, dann denke ich mir auch immer, das soll jetzt die Kulturbereicherung sein. Dann möchte ich lieber kulturell verarmen. Ja, tut mir leid, also ich bin genug bereichert worden. Aber das ist ein anderes Thema. Es geht ja um Facebook. Ne, da hält alles nichts. Ja, wie gesagt, also bei Facebook sollte man echt da mal aufpassen. Ja, genauso wie da jemand irgendwelche Bilder von Tierquälern postet und ja, teilt sie, damit finden wir diese Sau und alles. Und in Wirklichkeit sind die Leute schon längst gefunden worden. Hauptsache, da wird noch gezeigt, die Leute kochen schon über, ah, wenn ich diesen Bastard kriege, dann kriege und so weiter und so fort. Ja, alle andere Sachen habe ich auch noch nicht so ganz hinter. Es wird ja auch oft geteilt, dass Kinder vermisst werden oder Jugendliche. So, letztes Mal war der Film mit der Inga, ich war mal 4 oder 5, das weiß ich jetzt nicht genau, und da denke ich mir immer so meinen Teil, nachdem ich schon gelesen habe, gestern die Nachrichten. Ich denke mir schon das Schlimmste, aber da ist jetzt die Frage, das teilen ja oder nein, weil ab und zu habe ich es mal gemacht, aber ich denke mir nur, was nur genau nützt das, wenn man das jetzt teilt. Und ob da nicht jemand irgendwie selber sich da wieder einen drauf wächst, ne, von wegen, ah, jetzt haben es 10.000 Leute geteilt, ich bin der Beste, oder ach, 10.000 Leute haben ihren Daumen gegeben. Weil es wird ziemlich viel missbraucht. Ich weiß nämlich noch damals, da haben sie ein Kind gezeigt, hatte hier blaues Auge, kann vom Spielen kommen. Ne? Aber was ist? Stichwort Kindergewalt. Teile dies oder like, wenn du gegen Kindergewalt bist oder gegen Gewalt gegen Kinder. Die Leute denken lang nach, Volkszorn kocht natürlich wieder über, wenn ich den erwische, bla 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 bla, oder weiß nicht was, oder ist shit. Denkt keiner nach. So, und das Kind sah jetzt nicht wirklich so misshandelt aus, ich glaube, vielleicht beim Spielen passiert. Hat meine Tochter auch schon gehabt, ne? Also es passiert. Wenn die Kinder schon mal zu auch spielen, dann passiert, dass man vielleicht ein blaues Auge hat, wenn man irgendwo vorknallt oder sonst was. Man kann sich auch Kopf am Tisch stoßen, hat nichts mit Kindergewalt zu tun, hat einfach damit zu tun. Kinder sind unmännerhaft, passen leider auch nicht auf und dann passiert schon mal, man stößt in den Kopf, dann ist es aua Mama, nimm mal den Arm. So, also Leute, ZDDK, zuerst denken, dann klicken und Stichwort Facebook, da gibt es auch noch Mimikacke. Also Leute, bevor, wenn ihr irgendwas seht, ne, nicht direkt hier überkochen, oh, jetzt werde ich aber sauer oder ach, den Typen müsste man an die Wand nageln oder sonst irgendwas. Guckt einfach nach, guckt, ob das alles so stimmt, ja, allein schon. Der Fall Macaulay Culkin hat Zeit, die Leute denken einfach nicht nach, wenn sie auf Facebook sind. Die sind da, oh, like hier, like da. Lauf mich am Arsch. So, ich mache jetzt mal Schluss, bevor ich irgendwie auch total verrückt werde. Ich gehe jetzt auch gleich mal auf Facebook gucken, was da wieder Schönes, Neues, Schreckliches und ach, teile dies, teile das gibt. Ist ja wieder so unglaublich aufregend, ja, dieses Facebook. Manchmal bin ich, hätte ich mich nie angemeldet, aber zu spät. Also, man sieht sich, vielleicht sieht man sich auch auf Facebook. Ich wünsche euch was. Hasta luego. Schöne neue Woche.